Hallo und herzlich willkommen beim Let's Show zu Ghost Recon Wildlands. Ja, der Taktik-Shooter von Ubisoft Paris hat es in sich. Ich möchte euch gerne eine der schwersten Missionen für mich zeigen. Ich habe sie so zwei oder dreimal probiert und einfach die falsche Taktik gehabt, weil man muss sozusagen einen Feind der El Pueblo, Pulpo, muss man zum Flughafen begleiten und er ist selber ein Feind. Beziehungsweise er wird von den Begleitern, die ich habe, drei Begleiter im Singleplayer-Modus, ja, die greifen ihn einfach an im Wagen, im Auto, oder? Nicht so toll. Also wir versuchen es zusammen. Auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Schnelligkeit, weil er wird natürlich von seinen, ja eben, vom El Blanco Castell auch angegriffen und noch von den Unidads, das sind, also die El Blanco sind die Roten, Rebellen sind die Grünen und El Blanco Castell sind die anderen. Die Violetten, genau. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Beim Checkpoint. Das eine ist genau dort. Da ist einer. So. Da ist einer. Den müssen wir aber besser erreichen können. Hallo. Super. Und der andere ist weit weg, aber da können wir auch treffen. Sehr gut. Es ist eigentlich frei, aber wir haben nicht so gute Unterstützung. Also können wir ein bisschen rennen, wenn jetzt niemand hier ist. Ist nicht gut bewacht, aber wir müssen dann erstmal schauen, dass der zum Flughafen geht. Shit, wir haben Gesellschaft. So. Mal hinten raufgehen. Ich sehe Pulpos Versteck. Warten wir, gut, bis er rauskommt. Wie ist der Pulpo? Der ist noch drin, ne? Ah, jetzt. Wir müssen noch ein bisschen näher. So, er geht runter. Hier ist unser Mann. Los. So. Sofort. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Reingehen. Bereit für den Angriff. Nicht zu schnell, sonst stirbst du. Bandidos im Anmarsch. Feuer frei. Greife Tangos an. So, ja, super. Weg, schleudern. Nicht ihn angreifen, nicht den schnellen Wagen. Wunderbar, es läuft schon viel besser. Schau aber, dass du nicht gerade so driftest. Da fahre ich nur in dich rein. So. Wir können beschützen, vielleicht schaffen wir es. Aber wirklich jetzt am schwierigsten, wenn die vielen kommen. So. Also, wir werden natürlich auch angegriffen. Das Auto kann auch kaputt gehen. Müssen wir schauen. Genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch nachkommen. Nicht allzu viel. Wo gehst du hin? Ist ja klar, dass. So geht's nicht. Ja, fehlgeschlagen. Natürlich, wenn du einfach alles falsch machst. Der ist einfach falsch gefahren. Tja. Jetzt muss ich schauen.
dass ich es mit dem Granatwerfer machen kann vielleicht. Aber ja, die NPCs sind, sie sind ja begleitet, sind sehr passiv, also das ist das größte Problem. Der ist drin, ne? Ein Schuss und der ist tot. In der Nähe treiben sich Gegner, alles klar bei uns. Also ich habe drei Schüsse abgelassen und beim ersten ist es schon tot gewesen. Eieiei. Also. Jetzt musst du halt einfach keinen Fahrfehler machen. Ich weiß nicht wieso. Wenn ich nicht dort gewesen wäre, dann hätte ich auch ein anderes Auto, das er holen können, aber er macht ja einen Fahrfehler. Muss bei ihm sein. Komm schneller. So, jetzt ein bisschen warten, damit er nicht uns sieht. Vielleicht fahrt er dann ein bisschen normal. Er sieht uns. Der hat Rundumblick. Schneller, hopp. Fahrt doch endlich. Der fährt. Bandidos im Anmarsch, Feuer frei. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. So, hinter ihm bleiben. Vielleicht ein bisschen komisch fahren. Genau. Unschädlich machen, unschädlich machen. Ah, ich verliere ihn. Willkommen im Champion Degree. Na dann, sagen wir Hallo. Roman sagt Nibia ist momentan in Peru. Geschäftsreise. Umsehen kann nicht schaden. So, beschützen ihn. Nimm ein Auto. Bis du ein Auto nimmst, ist schon tot. Ja, sich nicht beim... Der macht einfach gar nicht. Der macht nicht das, was man muss. Ja, wir haben sehr wenig. Wohin gehst du wieder? Die KI ist einfach nur schrottendumm. Fahr jetzt! Fahren, nicht nur stoppen. Sehr gut. Ich wollte ihn rammen, habe es aber nicht geschafft. Ich muss ihn einfach beschützen irgendwie, also... Genau, sehr gut. Auf die Seite einfach, immer auf die Seite. Wo gehst du jetzt hin? Doch hier rauf. Also hast du denn so Probleme gehabt davor? Da ist der Helikopter da. Ja, wir haben es geschafft. Boah. Ja, das war wirklich eine schwere Mission. Los, geh! Geh schneller! Geh hin! Lol! Wunderbar! Jetzt abheben! Geschafft, hä? Weitermachen. Pulpo ist sicher. Wiederhole, Pulpo ist sicher. Verschwinden wir. Oh, ein gutes Flugzeug. Beziehungsweise einer der besseren. Es gibt immer meistens nur solche Flugzeuge. Die haben ein bisschen zu sensible Steuerung.
wollen unser Scheißgeld, Aurora. Aha, froh. Sehr froh. Müssen wir hier etwas ändern? Nidia ist schon seit Jahren eine unserer Besten. Zu viele Jahre. Sie hat ihre Motivation verloren. Ich hatte viele Bujonis kommen und gehen sehen. Als König verliert man ab und zu Ritter. Doch Nidia Flores war anders. Ich hatte sie schon früh unter meine Fittiche genommen. Sie war für mich das, was einer Tochter am nächsten kommt. Sie war meine Reina. Wenn ich sie an die Wölfe verfüttere, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Ihr kriegt euer Geld, Zelohuro. Ich verbürge mich. Enttäusch uns nicht, klar? Sostén tu palabra. Okay. Ja. Ja, wir haben viel Fähigkeitenpunkte, ich habe viel gesammelt. Die Dauer zum Ziehen. Auffüllen haben wir alles zu wenig. Munitionskapazität auch. Fahrzeugzerstörung unbedingt. Haben wir wieder genug. Der Ranadürfe haben wir auch zu wenig. Freischießen mache ich nie. Stabiles Ziehen, ja. So, Objekt. Fallschirm möchte ich eigentlich, aber ich bekomme die nicht. Ich muss da mal bekommen, ja. Weil viele mache ich nicht so gerne. Das Nähe ist halt für die Profis, die verschiedene Sachen sofort machen können und so. Blendgranate sind nahe Pistole. Gegner abzulenken. 10-4, ja, brauche ich nicht unbedingt. Splittergranate. Da möchte ich lieber noch kurz die Drohne oder so. Auf. Ich glaube, EMP brauche ich für die die Nachschubpakete in den Tankwagen oder sonst irgendwas. Ja, dann müssen wir da weitermachen dann. So. Ich will jetzt noch nicht alles investieren, wo ich nicht weiß, ob es sie wirklich brauchen werde. Falscher Sitz. Muss ich denn das betreten? Weil hinten ist nur Passagier und vorne kommt man irgendwie nicht rein, oder wie? Oder doch? Ja, jetzt. Bin einfach von der falschen Seite reingegangen. Ich bin der Pilot. Also, wohin muss ich gehen? Ja, hier will ich nicht hin, das ist noch schwer. Ja, das ist 4. Hier habe ich Stars 3. Das ist das letzte 3, ne? Das ist alles 4 und 5 noch. Ja, wenn man ganz auszoomt, dann sieht man, was ich da noch machen muss, aber... El Cardenal... Da weiß ich jetzt nicht genau, welche wirklich ich brauche. Ich mache wirklich das. Produktion von Kokain. So. Ich probiere einfach mal nicht abgefeuert zu werden von den Zielsuchgranaten, Flugabwehr. So, hier war die Mine. Da war auch eine schwere Mission, wo man hier jemanden verhören musste und dann schnell runtergehen musste und ich bin da richtig heruntergejumpt und das erste Mal wirklich sofort unter das Kreuzfeuer wegen einem Helikopter geraten. Beim zweiten Mal ging es besser und konnte zum Glück abhauen. Durch die verschiedenen Straßen hier hoch war wirklich schwer. So, wir haben natürlich nur ländliches. Es kann aber wirklich sein, dass da unten links etwas sein kann. Ja, jetzt bin ich sowieso hoch genug, jetzt kann ich da wirklich noch ein bisschen
zickzack fliegen, wenn eine Rakete kommt, die merkt man. So, da unten war ja die Stadt. Da war schön, da war irgendwo das Casino. Und ja, dort vorne, glaube ich, das ist hier irgendwo. Ja, es muss da vorne gewesen sein. Genau, das große Haus beim hinteren, also beim rechten Flügel. Ich zeig's nochmal. Hier. So. Also diese Funkausrüstung brauchen wir noch nebenbei. Aber zuerst mal schauen, dass wir ja, Leute verhören können oder Informationen sammeln können, dass wir dieses Gebiet dann auch auffüllen, also sichtbar machen. So. Oh, da hat's. Ja, so Landwirtschaft sieht aus wie Reisplantagen, ist es aber nicht. Nicht Kokain, vielleicht Hanf, weiß es auch nicht. So, Flugzeug langsam, ja. Ja, ich will nicht senken. Wenn ich schneller fliege, dann sinke ich. So, wunderbar. Wir sind eigentlich da. Ist sehr gebirgig, dieses Land hier. Dieses Teil vom Land. So, mal schauen. Wir sind also jetzt in diesem Gebiet. Haben wir hier gerade etwas? Da ist ein Rebellenlager. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen umdrehen hier. So. Ich glaube, das geht nicht mehr. Also ihr seht, man kann nicht gerade so gut fliegen, das ist wirklich schwer. Weil, aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Kokaineros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Oh, das ist doch ein Fragezeichen, ne? So. Ein Kartellboss namens Martel Coca. Die Kokaineros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen warum. Okay. Ihr eigenes Mini-Kartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen sowie genug Aufpasser, um die Kokaineros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Ja, aber alleine müssen wir alles wieder machen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Die Rebellen greifen einige der riesigen Kartellsoldaten an. Pech für Sie. Okay, gut. Ja. In Produktion heißt es meistens Coca-Pflanzen. Für Kokain, hä? Müssen wir den zerstören, sozusagen. Also, jetzt haben wir eine Straße. Ich suchte überall eine Straße, aber ja, die ist weiter weg gewesen. So, wunderbar. Einen anhalten. Kommt keiner? Ein Rohr. Ein Einflussrohr. Wo das Wasser reinfließt. Raus aus dem Auto, sofort. Oh, haben wir einen Wasserspeicher. Hm? Ich komm gleich nach. Boah, fast noch runtergefahren. Rückwärts runter ist nicht so toll. So, wunderbar. Da sind wir. Aha, ja, da ist nichts mehr. Ein Flughafen. Und der Beschuss halten. Das ist ein Schild. Sehr
Versorgungsflugzeug. Sieht randvoll aus. Schnappen wir es. Die Rebellen brauchen das Zeug. Versorgung, brauchen wir das? Ja, können wir schon gebrauchen. Machen wir das noch, hä? Wir haben ein Sicario mit MP. Direkt am Reifen. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Ah, eine Waffenkiste und ein Gegner. Dachte, das wäre so ein. Also ein NPC. AK-12. Ja. Kein 47 und 49. Glaube ich, 51 gibt es auch noch oder so. Aber 47 ist ja das bekannteste. So, jetzt aber schön, dass ja, es geht besser, aber es ist schon sehr sensibel. Also, dass man sich wenigstens noch retten kann. Wenn man da ein bisschen die Flügel wegen der Steuerung ein bisschen schräg halten muss. Zu schräg halten muss. Tja. Oh, die Sonnenstrahlen. Ist das schön. So, jetzt hoffen wir, dass der Flughafen nicht gleich nach links geht oder nach rechts. Bremsen. Ja, ist doch wegen links. Oh ja, gut. Das ist der Rehe gegen vorne. Boah. Heftig zu stellen. Wenn die Entwickler ein bisschen mehr für die Steuerung machen würden, aber sie machen es nicht mehr. Früher waren alle Spiele viel besser steuerbar. So, wunderbar. Also, dann sind wir jetzt plötzlich irgendwo anders. Hä? Dann nehmen wir, ja, das ist noch eine Waffenkiste, die wir sehen. Hä? Dann gehen wir mit dem Fahrzeug. Irgendwo ist das sicher. Na ja, komm, gehen wir mit dem Helikopter. Helikopter. Heute ist wirklich im Flugzeug, sonst fliege ich nicht so gerne. Muss aber jetzt. Ja. So, noch ein bisschen hoch. Das sind zwei Schilder, Werbeschilder. Im Radio kommt immer so, ja, wir haben noch genug Kokain. Weil El Blanco der Beste ist. Immer so Propaganda. Aber, ja, da kommt immer wieder Musik, deshalb darf ich das nicht euch zeigen. Ist ja auch nur so ein lahmes Geplapper eigentlich. Nicht gerade so gut gemacht. Es gibt wirklich super Sachen, also vor allem die große Welt, die abwechslungsreiche Welt. Vor allem ein paar Missionen, die auch sehr gut sind. Aber auch schwer sind, also es gibt immer wieder schwere Missionen alleine. Zu viert. Multiplayer ist es wahrscheinlich tausendmal einfacher. Wir haben sie aufgeschreckt. Also sie wissen, dass ich hier bin natürlich, auch weil sie vielleicht die Leichen gesehen haben. Aber es ist noch nicht rot. Okay, er hat uns entdeckt, aber er hat uns noch nicht entdeckt. Headshot. Ja, es ist rot gewesen, aber nur durch den. So, ich wieder weiß oder schwarz. Gut, alle haben wir besiegt. Alleine, die haben überhaupt nichts gemacht. Zieloptik PKS-07, okay. Scharfschützengewehr. Ah, da ist aber noch eins. Da.
Genau, das war ja das, was ich gesehen habe. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Und jetzt ins nächste, also ins vorige Gebiet wieder. Mit dem Pickup. Rio de Jaguar. Ich glaube, Rio heißt Bucht. Bucht des Jaguars. Ja, und hier haben wir... Die Provinz gehört der Unidad. Ein uniformierter Dreckskipp. Im nächsten Gebiet. Ja, es sind so viel dicht hinten. Ja, die brauchen wir jetzt nicht zu holen. Jetzt muss ich nur noch rechts gehen. Er schützt Santa Blanca, vor allem gegen die Rebellen. Ich will alles eigentlich der Reihe nach machen, von den Sternen her. Nichts eigentlich anders. Aber ganz am Anfang habe ich gar nicht, habe ich mal längere Zeit nicht gewusst, dass ich wirklich in einem schweren Gebiet bin. Es war wirklich leicht, also ich habe keine Mission gemacht, aber viele Sachen sind nicht so gut geschützt gewesen, wie zum Beispiel Aufklärungsdaten. Also, ja, können wir das noch machen. Okay, ein Scharfschütze. Getroffen. Ja, man muss wirklich schauen, weil die Geschosse dann wieder... Die haben viel zu große Ballistik. da ist eine. Ja, einfach mal daneben streuen. So, ich sehe jetzt gerade niemand mehr. Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Also, eben diese Let's Show-Reihe werdet ihr Endcontent auch sehen. Dann die DLCs und so weiter. Und wenn ihr Lust habt, kann ich auch die DLC ein bisschen früher anfangen. Sind dann aber wirklich auch ein bisschen herausfordernd. Also, eigentlich haben wir die lästigen Leute nicht mehr, die mit Spiel, also NPCs. Wir sind dann ganz, ganz alleine. Wir müssen dann auch auf die Munition achten. Und so weiter. Und nicht immer telefonieren. So, in den Häusern ist noch einer und einer ist noch dort im Haus. Und ich tue meistens nur kriechen. Weil Schleichen ist zu also auf dem Boden herumwälzen ist zu langsam und Laufen ist zu laut. Oder gehen. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Es ist noch einer. Es sind drei gewesen, ja. Da ist er. Aber auf der Minimap sieht man halt nicht so großflächig. Und ich sehe jetzt wirklich kein einziges Material, keine Kiste, nichts. Aber ich habe ja irgendwas markiert. Aha, nur das Fragezeichen, okay. Dann ist das Fragezeichen halt ohne Schatz gewesen. Ja, blöde Steuerung. Hier oben ist noch etwas. Ah, nochmal. Yes, baby. Also, im Zielen bin ich immer schon gut gewesen, aber ich spiele so wenig Zielspiele, also Shooter. Mit einfach modernen Waffen, Schusswaffen, dass ich... Naja, ich ganz so gut bin, aber halt auch immer wieder ein bisschen schlechter werde, weil ich eben nicht so viel spiele.
Und trotzdem eigentlich immer wieder treffen kann. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich habe auch nie Feldschießen gemacht. Nix. Nicht im Militär gewesen, weil ich ja krank bin. Und so weiter. Ja, ja. So, da oben haben wir einen Leutnant. Da haben wir noch ein Kingslayer-Datei, aber vom alten Gebiet. Ich hole mir das noch kurz. Jetzt haben wir schon 30. Holen wir einfach noch mal kurz. So, wunderbar. Dann sind wir schon da. Es ist nicht weit gewesen. Aber manchmal ist es schon weiter, als man es denkt. Ja, genau, Rinsum. Ja, wir wissen, wo das herkam. Das war ein Zivilist, du Vollidiot. Ja, Pech? Der geht einfach in die falsche Seite. Ich muss jetzt halt ein bisschen schneller machen, weil ich das Video nicht allzu lang machen will. Der hat wirklich gemeint, oder vielleicht ist es eine Entdeckung, aber so weit in Deckung gehen, hat ja bessere Deckung. So, jetzt wurden wir gesehen. Es ist ein bisschen schwer, die ausfindig zu machen. Hä? Wieso schießt der da? Okay, einmal wurde ich getroffen. So, wunderbar. Dann haben wir das auch geschafft. Kingslayer-Datei. Und hier noch den Nachschub aufnehmen. Und im zweiten Part machen wir dann hier weiter. Und wenn es wirklich nicht so wichtig ist, mache ich auch mal selber weiter. Aber jetzt momentan mache ich sicher nachfolgend. Dann nehmen wir wieder ein Video. Und es macht wirklich Fun, also ich bin jetzt schon seit 2 Monaten dran, immer wieder, ja, ein bisschen spielen und das meiste war wirklich beim Erkunden, ich wollte alles mal anschauen, jetzt im neuen Gebiet kann ich auch mal wieder ein bisschen anschauen, aber natürlich dann, wenn ich das erkundet habe und zeige euch einfach die Missionen und ja, vielleicht auch ein bisschen kennenlernen, hä? Was ihr wollt. Und eben, wenn ihr wollt, auch das DLC und das neue DLC, das wahrscheinlich schon draußen ist. So tägliche Aufgaben und so kann ich nicht machen, das spiele ich einfach zu wenig. Oh, ein Fußball. Weil ich ja Fußballer bin. Ja. Tschüss.